Ich habe versprochen, nächstes Mal gibt's rote. Und nächstes Mal ist jetzt, also gibt es rote. Höherer Boden. Eieiei. Höherer Boden, in der Tat. Da kommen mir gleich schon wieder eine Menge Ideen. Und hier oben kann ich so gut wie alles jammen, was ich möchte. Und dadurch die Tür komme ich nicht durch. Jammen wir halt mal nach gut Glück. Wenn das wird die letzte Tür sein, ich jamme erstmal mal die da, das sieht nach der ersten Tür aus. Und weil es so schön war, auch noch die da. Ah, hier ist ein Schlüssel. Und das Gitter ist nicht so hoch, da könnte man vielleicht mit einer Kiste drüber kommen. Naja. Oh, noch so ein Jammer. Einfach mal alles stören, was man sehen kann. Jo, offensichtlich muss ich an den Schlüssel ran. Dann komme ich hier hinten dran. Und hier gibt es ein Tor mit zwei Wächtern dahinter. Natürlich ein Guckloch. Puh, das ist wieder so ein Level, der ist erstmal deswegen schwierig, weil er so unübersichtlich groß ist. Ich weiß gar nicht, welchen Jammer ich jetzt wegnehmen darf. Den da wahrscheinlich. So, und welches war die Schlüsseltür? Die da? Müsste es. Ja, die müsste es gewesen sein. Yep. Okay. Das bedeutet, dass ich hier aufschließen kann. Und hier kommen viele Nachrichten. Ich vermute, jemand fand hier sein Ende. Es scheint, als ob wir alle irgendwie verbunden sind. So wie entfernte Verwandte. Verschiedene Versionen, verschiedene Serien. Was sind wir? Sheep. Epitaph, Kindprogramm. Ja, der ist verstorben. Codename Faith. Oh, Faith ist tot. Entity hier. Ja, der hat auch nie richtig nachgedacht über das, was er tut. Verehrte den Gestalter für Tage. Hat danach die Schlange in sein Herz gelassen. Ha, Adam und Eva. Letzter Speicherauszug. Ich bitte den Gestalter um Vergebung, sodass ich mich ihm im ewigen Speicher anschließen darf. Programmabkömmling at Samsara. Schieb. Ach so. Ach, jetzt kriegen wir hier den Stammbaum quasi. Aus Faith ist Samsara, Ed und Schieb entstanden. Alles klar. Und Samsara ist auch schon gestorben, woanders. Und hat Samsara eine neue Version hinterlassen. Wen kümmert's? Sei nur froh, dass wir nicht mehr über unseren mächtigen Gestalter. Dass wir nicht mehr über unseren mächtigen Gestalter lesen müssen. Ja, ja. Ja, danke dafür. The Greek, du bist sehr weise. Okay. Die Versionsnummern gehen immer weiter hoch. Ich nehme an, deswegen bin ich auf V99 irgendwas. So, wenn man hier jetzt aufmacht, kommt man zwischen den beiden Viechern da durch, ist die Frage. Meine Erwartung wäre, dass die Antwort nein ist. Ich habe noch ein paar andere Erwartungen. Und die werden sich mal gleich erfüllen. So, wie war das noch? Das Ding hier. Würde ich gerne hier über den Zaun werfen. Ah, das geht nicht. Das war meine andere Erwartung. Aber das geht nicht. Gut, ich probiere einfach mal weiter rum. Ich störe mal das da. Und das da. Weil wenn das gestört ist, dann kann ich den Jammer hierher mitnehmen. Und da reinstellen. Und damit das Tor stören. Ja, meine Wartung ist eigentlich, dass ich die anderen beiden Jammer irgendwie dazu bringen muss, um die beiden Bots auszuschalten. Dazu müsste ich entweder dorthin sehen können. Was sich eher als schwierig gestaltet. Oder ich kann einfach so zwischen denen durch. Ich glaube ja nicht, dass ich einfach so zwischen denen durch kann. Aber probieren geht über studieren. Einfach mal austesten. Ach, hier ist noch ein Tor. Gut, das muss natürlich noch gestört werden.
das da weg und so hin. Natürlich hier durch und hier ist jetzt offen und ich probiere jetzt mal. Er wird natürlich ganz zum Anfang zurückspulen, wenn das nicht klappt. Ja, nee, die blocken schon den ganzen Weg, oder? Das blockt den ganzen Weg. Okay, aber ich weiß, was da Abhilfe schafft. Ich hab's kapiert. Ich muss die versetzen, dass sie nicht mehr sich gleich bewegen. Dazu muss ich allerdings dann nochmal kurz diese Tür hier auf. Und außerdem muss ich das bei denen da drüben auch machen. Das sind doch auch zwei, oder? Ja. Stören wir den mal für einen halben Zyklus. Bis sein Kamerad zurückkommt. Okay, das sollte reichen. Ja, es tut mir leid, dass ich das erst jetzt begriffen habe. Da war ich ganz kurz nicht auf der Höhe. Sonst hätte ich das schon viel schneller machen können. So, stellen wir den mal. Noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen. Und das sollte reichen. Dann können wir hier wieder aufmachen. Und dann können wir... Jetzt fehlt eigentlich nur noch eins, die letzte Tür nämlich. Den da brauche ich nicht mehr, aber das da hinten muss ich noch stören. Okay, das muss ich mal kurz evaluieren. Indem ich einfach mal durchrenne. Genau, die letzte Tür fehlt. Das... Oh, nein, nein, nein! Och, dieses Spiel, warum muss es denn ganz zum Anfang zurückspulen? Warum? Oh, ich werde so ungeduldig, aber es ist schon lästig. Ist schon sehr lästig. Okay, das heißt, ich muss wieder an den Schlüssel ran. Okay. Da aufmachen und dann mit diesem Jammer hier oben da aufmachen und dann kriege ich den Schlüssel hier und dann muss ich diesen Scanner benutzen, um hier kurzzeitig den da aufzuhalten. Vielleicht muss ich sie nicht perfekt eine halbe Umdrehung, also versetzen, damit ich gut durchkomme. Aber ich mache es jetzt trotzdem nochmal so. Das fühlte sich irgendwie richtig an. So, die Tür, haben wir gesagt, muss ich aber doch auf jeden Fall irgendwie stören. Die Tür muss ich stören. Und die Tür muss ich stören, um durchzukommen. Außer ich komme irgendwie über die Mauer hier drüben. Und das habe ich noch nicht gesehen. Also hier über der Zaun, der wirkt zwar ein bisschen niedrig, aber da komme ich noch nicht drüber. Das heißt, eigentlich fehlt mir genau ein Jammer. Oder eine gute Idee. Ich kann den doch nicht aufheben durch die Tür hier, oder? Das geht nicht. Das können wir mal ausprobieren. Nee, aber nix. Dachte gerade, ich hätte mir da irgendwas eingebildet. So. Nee, nee, das dürfte nicht gehen, dass ich den nehme durch das Fenster. Nee, natürlich nicht. Das wäre auch zu leicht. Okay, letzter Schritt. Woran hakt's? Wenn ich einen der Scanner wiederverwenden könnte, wäre auch ganz praktisch. Aber ich kann die ja nie wieder verwenden. Ich kann immer nicht zurück. Ah, so schwer kann es doch nicht sein. So schwer kann es doch nicht. Ich kann ja auch nicht auf die drauf springen, ne? Nee, das geht gar nicht.
Bei so ein bisschen. Nee. Also die Idee war jetzt hier reinzuspringen. Aber selbst wenn das ginge, würde es mir glaube ich nichts bringen. Okay. Drei Türen und dann die letzte Tür. Ich hole mir gerade nochmal den Jammer da zurück. Also wie man es dreht und wendet, das ist falsch. Ah, ich stehe auf dem Schlauch. Oh, warum? Ich schaue mich nochmal um, nicht, dass hier irgendwas Wichtiges ist. Jetzt auch keine Leitern oder sonst irgendwas. Hier das droppt runter und öffnet mir den Ausgang. Soweit ist mir das klar. So, von den Anhöhen aus komme ich ja auch nirgendwo hin. Die sind schon so gebaut, dass man da nicht drüber springen kann. Außer natürlich, ich kann irgendwo auf die Mauer. Nee. Nee, das wäre zu einfach. Verflixt! Ich glaube, ich übersehe irgendwas. Irgendwas Offensichtliches. Ich habe gesagt, hier komme ich nicht rein. Wenn ich irgendwie zurück wollte, um andere Scanner zu holen, aber ich kann keine nachholen. Außerdem hier kann ich keine nachholen. Das geht einfach nicht. Und von hier aus komme ich nicht da rein. Das geht auch ganz und gar nicht. Ja, also irgendwie fehlt mir ein Scanner, ein Jammer. Mist! Oh, jetzt stecke ich zum ersten Mal so richtig fest. Und ich habe keine Ahnung, was mir gerade entgeht. Und es ist bestimmt irgendwas total Dämliches. Hey, ich kann nach Hilfe fragen. Bitte, wenn irgendjemand mit vernünftigen Ideen das hier lesen kann, ich könnte wirklich ein wenig Rat gebrauchen. Kein Bote wird dir helfen, bevor du seine Ruhestätte gefunden hast. Kehre erst dann hierher zurück, um Rat zu erbitten. Wie soll das mit den Ruhestätten? Aber ich will doch gar keinen Rat. Ich will einfach selber draufkommen. Ich will selber schlau sein. Ich fühle mich dumm, wenn ich Hinweise kriege. Ja. Aber ich brauche Hinweise. Ja, so ist der Weltenlauf. Ah, ich habe eine Idee. Das hier funktioniert doch, oder?
So rum. Ach, ich bin einfach nur dumm. Ja, natürlich kann ich das machen. Ich kann jetzt mit reinnehmen. Die erste Tür mir selber aufmachen. Ja. Ach, warum? Denk doch mal nach. Denk doch einfach mal nach. Weißt? Wie kann man nur so blöd sein? Das war ja viel zu leicht. Alles super gelöst und dann an sowas gescheitert. Na klar, ich muss mir das erste, muss ich mir mit dem Ding aufmachen, dann kann ich ihn mitnehmen. Boah, da hätte man auch leichter drauf kommen können. Sorry. Das war jetzt wirklich dumm. Gut, wie viel Zeit habe ich damit verschwendet? Das waren mit Sicherheit 5 Minuten, oder? Wo ich im Kreis rumgerannt bin und nichts geschafft habe. Eieiei, die Folge geht ja schon ewig. Dann hoffen wir mal, dass ich das andere rote schneller hinkrieg. Hier, gibt's überhaupt noch eins? Gelb, gelb, rot. Ich glaube, das war's schon. Stimmt das jetzt? War ich alle? Ich reise mal zurück und find's raus. Steht ja am Eingang. Ach, immerhin war's das, okay. Gut, dann. Stern der Welt haben wir natürlich nicht gefunden. Gehen wir in die 3. Okay. Kein Terminal? Ah, doch, da. Jo, erzähl uns was. Hier ist, was ich mich gefragt habe, während Sie dort draußen Gebote befolgt haben. Sie haben vorgeschlagen, dass das Bewusstsein nicht Teil der gleichen Welt wie normale materielle Dinge ist. Das heißt, man kann es nicht wiegen, kann es nicht um sich werfen oder es in Stücke schneiden. Es ist völlig außerhalb der Gesetze der Physik, oder? Ja, richtig. Sehr gut. Nun ist die Bibliothek ziemlich konsistent in der Ansicht, dass physikalische Ereignisse durch andere physikalische Ereignisse verursacht werden. Wenn Sie Ihre Beine bewegen, tun Sie das durch die Wechselwirkung zwischen Neuronen und Nervensystem. Aber wenn das Bewusstsein jenseits der Gesetze der Physik funktioniert, wie kann Glück Sie körperlich vor Freude Luftsprünge machen lassen? Das ist jetzt aber kompliziert. Aber ich finde es ganz nett, dass der wirklich so auf meine Antworten reagiert. Also da haben sie doch recht viel in dieses Frage-Antwort-System hier haben sie relativ viel reingesteckt und das gefällt mir auch. Bewusstsein ist von Natur aus geheimnisvoll. Aber wenn das Bewusstsein materiell ist, wieso ist es dann so ungleich allem anderen? Das kann es nicht. Es scheint nur so zu sein. Ja. Sehr clever. Aber verstehen Sie nicht, dass Sie... um ihr doch eher in Eile errichtendes Glaubenssystem zu erklären, das Baby mit dem Badewasser weggeschüttet haben? Bewusstsein, das nichts tut, ist kaum Bewusstsein wie das, welches sie behaupten zu kennen. Möchten sie bei diesem Argument bleiben oder sich lieber nicht so weit aus dem Fenster lehnen? Hä? Also ich bleib dabei. Wie sie wollen. Immerhin sind die Alternativen glaube genauso nicht, unüberzeugend. Dass ich den Betrüger nicht kenne. Was? Dass ich nicht sehe, wie ihr durch die verborgenen Worte kriecht. Seine Weisheit ist leer und entspringt der Verzweiflung. Lass dich nicht von ihm in seinen Netzen der Täuschung verwirren. Glaube an mich und seine Illusionen werden verschwinden wie Albträume im Morgengrauen. What? Kümmern Sie sich nicht um ihn. Er macht sich nur Sorgen, dass Sie vielleicht seine Masche durchschauen, wenn Sie zu viele Fragen stellen. Vertrauen Sie mir und es werden Ihnen ganz wortwörtlich nach oben keine Grenzen gesetzt sein. Geht's noch deutlicher, Gott gegen Teufel? Echt jetzt. Wie auch immer, ich hätte gerne, dass Sie über all dies noch ein bisschen schärfer nachdenken und sich dann bei mir melden. Ich bin mir sicher, dass wir noch weit kommen können. Was passiert eigentlich, wenn man in diesem ganzen Spiel nicht ein einziges Mal so ein Terminal öffnet? Bob Rakowski sagt, das Grundgerüst der Simulation läuft jetzt auf EL. Es ist immer noch nicht an das KI-System angeschlossen, aber theoretisch ist alles bereit. Ich denke, der nächste Schritt wird sein, zu testen, ob die generierten Szenarien sinnvoll erscheinen. Oder wollen wir warten, bis das Iterationsmodul abgeschritten wird? Osiris 3. Die erste Wahrheit, sagte der Schriftgelehrte, ist, dass so wie die Welt aus 5 Elementen besteht, so besteht auch die Seele des Menschen aus 5? Okay. Du sollst Osiris preisen, den König der Ewigkeit, den Herrn der Unendlichkeit, den ältesten Sohn des Schoßes der Nut. Der Nut? Er, der Millionen von Jahren in seinem Leben zurückgelegt hat. Das ist Papas Vater vielleicht, Osiris. Rechter Krieg, Auszug. Demokrates Alter?
Ich dachte gerade, Demokrates, Alter. Oder über die gerechten Ursachen für den Krieg gegen die Indianer von Juan Ginés de Sepulveda. Keine Ahnung, das war jetzt furchtbar ausgesprochen. Geschrieben im Jahre 1547, bla bla bla, Spanier haben Vollrechte, die bla 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 bla. Große Unterschiede zwischen Affen und Menschen, bla 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 bla. Whatever. Uninteressantes Geschwafel. Ich mache ein gelbes. Und das gelbe ist dort. Sonnenschuss. Oder eher Sonnenstich. Nicht irgendwelche Botschaften, Graffitis verpasst oder so. Also wir haben wieder eine Windmaschine. Alles klar, das ist auch diesmal schon zusammengebaut. Ich schicke einfach mal alles drüber, was ich habe. Weil ich kann ja die Leiter nehmen. So, dasselbe Spiel nochmal, nur ohne Leiter diesmal. Und Ausgang. Mann, die gelben und die roten haben schon echt harte Unterschiede im Schwierigkeitsgrad. Das muss man ja mal echt sagen. Die gelben sind meistens so, mach einfach mal was so klappt und fertig. Und die roten sind so, boah, langes Labyrinth. Gefolgt von irgendeinem Blödsinn, auf den der Spieler nicht kommt, weil er zu doof ist, das offensichtlich zu sehen. Ja, so ist das. Ich wünschte, ich könnte die Zeit zurückdrehen und das Level nochmal lösen. Es war nicht so leicht. Nicht so leicht. Wie, jetzt noch ein Terminal. Was? Körper und Seele und Soma. Soma ist ein Spiel, das ist gut. Aber es wird allgemein angenommen, dass die Ägypter glaubten, die Seele würde weiterleben, sobald der Körper unversehrt bestehen bleibt. Und haben somit versucht, auf diese Weise den Tod zu unterbinden. Wie konnten die weisen Ägypter so schlecht von der Seele denken, fragte Nikaya. Wenn die Seele einmal diese Trennung überstanden hat, was kann sie danach vom Körper erhalten oder erleiden? Hey, ja, okay. Soma. Ui. Namen sind eine lustige Sache. Erinnert sich daran, wie sie gekämpft haben. Alle seriösen Wissenschaftler benennen ihre Projekte, indem sie einfach als griechische oder ins Lateinische übersetzen. Stimmt's? Ein Backronym wegen der Sponsoren wurde gebraucht. Bla 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 bla. Selbstständiger, orthostatischer Modular-Android. Soma. Strapazierbarer, aufmerksamer, mechanisierter Androide. Sama? Da hat der Übersetzer mal wieder vermasselt. Okay. Säbelzahntiger, opportunistischer Mörder, selbstbewusster, orthopädischer Makakenautomat. Seltsamer Omas, bedrohlicher Assassobot. Superintelligenter Oktopus, mariniert Affen. Satisfizierender, olfaktorischer Minzalligator. Stinkender, ornithologischer Maulesel-Antiquar. Scrying Oof Minky Egg. Stumpfsinnige, obskure, sinnlose Akronyme. Sosa, auch schon wieder verkackt. Das war meaningless, sinnlos, meaningless. Der deutsche Übersetzer ist echt, echt schlecht. Okay. Gehen wir. Was sagt die Zeit? Ja. Die ist rapide verschwunden, die Zeit. Und zwar so richtig, richtig rapide. Und weil es hier schon wieder rot weitergeht, machen wir das lieber nächstes Mal. Naja, hier gibt's auch ein gelbes. Okay. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.